Und hier kommen die Verbrecher hin. Wenn sie was klauen, dann werden sie hier festgebunden und müssen einen Tag lang mit der Hand in den Bienenkörben hier bleiben. So, wie viel Geld habe ich noch? Ich habe 4000. Wow, war das schmiedeteuer. Was kann ich denn noch kaufen? Rathaus haben wir gebaut. Ausgebautes Rathaus würde mit Stein gehen. Stein ist aber teuer. Außerdem ganz schön teuer. Wie viel Geld bekomme ich eigentlich gerade? 285. Die Schmiede hat... das Geschäft macht Minus? Ich dachte, das Geschäft macht Plus. Kirchenapparatur. Könnten wir machen, weil wir Holzwelle haben, aber es kostet 11.000. 17.000. So, die Schmiede haben wir. Wir könnten Rüstzeug, Verbesserung 1 hinzufügen. Werkzeug für Waffenschmied, für Rüstungsschmied. Ich kann den Preis nicht erkennen. Ist es 1000 oder 2000? Gebäude errichten. Bäcker. Bäcker könnte man machen. Der macht sogar Geld. Sorgt für Backwaren in der Schenke. Wenngleich Brot das Grundnahrungsmittel des gemeinen Volkes ist, so bereitet der Bäcker auch andere Speisen zu, um etwas Abwechslung auf den Tisch der Dorfbewohner zu bringen. Den Bäcker nehmen wir. Das war falsch. So. Marius, kremple die Ärmel hoch. So, das kostet 4000. Ich würde noch ein bisschen Geld reinlagern, damit wir wieder unterwegs sein können. Dann kaufen wir erstmal keinen Stein. Schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns sogleich den Bauplatz an. Und dann müssen wir wieder Geld besorgen. Ist ganz schön teuer, das hier. Wenn ich noch an die Kirche denke. Was waren das jetzt insgesamt? 28.000? Wow. Hier werden wir bauen? Genau hier. Also. Ich bin bereit. Ich überprüfe noch. Wir haben was. Eine solide Weihnachtsbäckerei. Und ich möchte jetzt einen Kuchen kaufen. Ich habe nur kein Geld mehr. Vielleicht kann ich irgendwas verkaufen. Eintauschen. Ladenwache, Handtürchen. Dorfbewohnerin. Wo ist der King? Der Bäcker, da ist er doch. Gott sei mit dir. Es ist er bereits, sieh mich an. Gott sei mit dir. Ach, süßer Pfannkuchen haben wir. Naja, gut. Ich könnte die Äpfel verkaufen. Und die Brezel könnte ich dir auch verkaufen. Die brauche ich nicht dabei, ganz ehrlich. Die verderben nur mit meinen Händen. Speck brauche ich. Der ist wichtig. Und sonst nichts. So, ich muss jetzt was Wichtiges machen. Dafür speichere ich vorher noch. Ich kann ihn nicht umhauen. Oh, okay. Aber ich kann ein bisschen stehlen. Ich hoffe, er hat viel Geld.
Also, hast du zigtausend gegeben? Nee, hat er gar nichts. Okay. Ein paar Groschen vielleicht. 13. Oder 19,3. Okay, dann reiten wir wieder hier weg. Wir müssen wieder Geld sammeln. Die Frage ist, was können wir wirklich machen? Wir könnten nach Verrust machen für die Atemwertsachen. Oh, wir müssen nach Ratai wieder. Ich würde zu Adam gehen. Ratai ist aber auf der anderen Seite der Karte. Oh Gott. Es wird sich eher lohnen, wenn wir nach Scarlets vorbeischauen. Und dort ein paar Sachen ich meine, finden. Das würde ich noch machen. Und dann machen wir Schluss für heute. Ich würde aber. Vielleicht haben wir Glück und in Scarlets sind wieder Leute. Und da ist wieder eine Quest. So, es wird wieder nach meinem Urteil gefragt. Und so komme ich doch. Meister Vogt? Werte Dame. Gott sei mit dir. Gibt es ein Problem? Die Lama Agathe, die alte Schrolle, die am Dorfrand wohnt. Was hat sie getan? Nun, ich dachte, du solltest wissen, dass sie sich in das Geschäft des Kräuterweibs einmischt und alle möglichen Salben und Tränke anbietet. Was spricht dagegen? Das ist alles Schwindel und Betrug. Diese Hexe gehört verbrannt. Oh, wow. Erstmal entgehen mir dadurch auch noch Steuern. Damit verschwende ich nicht meine Zeit, doch ist wichtig, ich brauche die Steuern. Wieso Schwindel? Ja, was ist eigentlich los? Was hat sie dir angetan? Gleich persönlich. Ja, aber... Was für Salben und Tränke? Um was für Salben und Tränke handelt es sich genau? Das Übliche? Gegen Kopfweh und Weiberschmerzen und dafür, dass die Kühe mehr Milch geben? Hm. Und wieso ist das Schwindel? Was meinst du damit, es ist Schwindel? Ihre Mixturen haben keine Wirkung. Sie bestehen nur aus Wasser, Kräutern und Schweineschmalz. Das kann aber eine Wirkung haben. Und woher weißt du das überhaupt? Woher weißt du das so genau? Hast du ihre Sachen selbst ausprobiert? Ich? Warum sollte ich? Das wäre ja eine Sünde, oder nicht? Nein. Was meinst du damit, es ist Ihre Mixtur... Also sind das keine Hexentränke, sondern nur Kräuter. Genau, sie betrügt. Aber sie wirkt Zauber, das schwöre ich. Und was für Zauber? Die dann nicht wirken, weil was? Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan, sonst wärst du ja nicht hier. Sie hat meine und ihre Hühner verhext. Meine legen keine Eier mehr, ihre doppelt so viele. Oh, wow. Meinst du das ernst? Mhm. Ich schwör's bei der heiligen Mutter Gottes. Sie hat die Hühner verhext. Nicht die Hühner. Ich denke mal, sie hat dir etwas angetan. Sonst wird sie hat meine und ihre Hühner... Zauber und Hexenkunst. Das sind sehr schwere Anschuldigungen. Hexerei? Ich sehe nichts Schlimmes. Du bist doch nur neidisch. Du bist nur neidisch. Hexen haben in meinem Dorf nichts zu... Also... Dass ihr da Sachen verkauft? Gefällt mir weniger, weil sie verkauft halt nur Kräuter. Und dann die Hühner? Das ist super zu entscheiden, wenn ich die Sicht von anderen nicht sehen kann. Deswegen sehe ich nichts Schlimmes wirklich. Das ist also jedenfalls nichts, was jetzt dazu führen könnte, dass sie verbrannt werden soll. Sie betrügt halt ein bisschen, aber Betrüger werden nicht verbrannt. Ich glaube nicht, dass hier etwas Unrechtes vorgeht. Die Leute werden immer Heilmittel von Quacksalbern benutzen. Solange sie niemandem schaden, ist es mir recht. Hexen müssen brennen. Das soll gerecht sein? Nächstes Mal gehe ich gleich zum Bischof. Ja, dann viel Spaß. Du kannst ihn in die Kirche einladen. Das wird bestimmt funktionieren. Werte Lieder. Ich weiß, sie schon ausrauben. Frech sowas. So, ja. Dann auf nach Scarlets.
Sauber, Pebbles. Sehr gut. Warte, ich könnte da eigentlich automatisch nach Scarlett. Nicht wahr? Ja. Ach, doch nicht. Ich dachte, das sind jetzt ein paar Leute, die mich überfallen wollen. Und mir meine Taschen wieder voll machen. Oh, ich hoffe jetzt auf große Reichtümer. Bitte, 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 bitte. Ja. So, ich speichere aber. Das ist sehr wichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Gefährte, du hast zum Glück die hier. Ich bräuchte mal wieder mehr Pfeile bei mir. Was haben wir denn da? Unterhaltung? Vorzüglich. Sehr gut. Okay. Okay, du willst es wissen? Dann bin ich jetzt für dich da. Nur für dich. So. Falsch, falsch, falsch. Und bam. Au. Na dann komm doch. Was ist los? Komm schon. Wow, 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 wow. Nein, Köder. Verdammte Scheiße. Das. So, weg mit dir. Was bist du auch so stabil? Ja. Hast du nicht drauf? So. Ich nehme dich aus wie ein Hahn. Bam. Sehr gut. Au. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam. Okay, haben wir erwischt. Okay, war das alle? Dann habe ich wieder gutes Geld gemacht. Zwar nicht so viel, wie ich dachte, aber ein bisschen geht. Wo steckt der Hund? Ja, weg. Er ist weg. Ob er zurückkommt? Weiß ich nicht. Ihn hat es leider erwischt und er ist weggerannt. So, er lebt bestimmt noch. Armer Köter. So, Ringeblumen. Eine gute Fackel. Dann Magdeburger Schwert. Die sind reich. Das sehe ich sofort. Ja, endlich wieder Geld. So, den Rest brauchen wir nicht. Obwohl, wenn wir die Sachen vielleicht reparieren würden... Vielleicht wären die dann mehr wert. Hm. Jetzt wird der Silberkelch, Korsch und Ringeblumen.
Bin ich mir unsicher. Das Kettenhemd ist viel zu schwer dafür. Aber die Panzerhandschuhe. 58 Wildschweinleder. Das nehme ich auch noch mit. Ich nehme nur das Wertvolle mit, wie ich das immer mache. Okay, Hirschleder. Besserter Pfeil. Dankeschön. So, hattest du noch eine Waffe gehabt? Ja. Lappenschwert. Dankeschön. Die Waffe brauchst du nicht mehr. So, was hast denn du für eine Waffe? Eine Axt. Ach, das war eine Wache. Okay. Wir haben es ja platt gemacht. Hochwertiger Pfeil, dankeschön. Und er hat nicht so viel Wertvolles bei sich, bedauerlich. Speckdörfleisch, Verbände kann ich mitnehmen. Räucherwurst ist auch nicht schlecht. Hier da hinten waren doch noch welche. Glaube ich. Oder hier. Da ist ein Schild. Und ein Schwert. Schwerer Schild. Ich glaube, den kann man auch noch ein bisschen verkaufen. Also zu ein bisschen Geld machen. Nicht einen Teil davon verkaufen. So, Rüstungsset. Damit können wir vielleicht ein paar Sachen reparieren. Langstreckenpfeil. Dankeschön. Du bleibst da. Sonst sehe ich nicht mehr Leute. Okay, dann aufs Pferd damit. Das und das. Stachel ist viel wert. Gut. Dann, das kann ich behalten. Obwohl, da war noch Leder. Also Wildschweinhaut und so weiter. Nee, das war Hirschleder und Wildschweinleder. Ist auch schwer. So. Ich glaube, ich habe keine Wache übersehen. Gut, vielleicht kann ich hier irgendwo schlafen und dann vielleicht sind noch mal Leute da. Ja. Ich sehe aber kein Haus, das Ganze ist. Ja. Weil weiter außerhalb müsste eigentlich ein Haus sein. Schauen wir doch gleich mal. Oh, ich sehe kaum etwas. Obwohl, dafür habe ich ja den Trank dabei. Strauchtrieb. Oh, ich glaube, ich habe die alle verwendet. Deswegen sollte ich eigentlich in Ratei welche herstellen. Ja. Das sieht doch nach einem ganzen Haus aus. Das sieht aber nicht ganz aus. So, danke, Pebbles. Du kommst dann nicht weiter. Zu mir. Ah, da ist er wieder. Ein guter Hund bist du. So ist's recht. Ja, dafür, dass er zurückgekommen ist, ist gut. Ja. Okay, ich möchte gerne in eins der Häuser, damit ich schlafen kann. Die sehen aber echt alle kaputt aus. Ja, wird schwierig. Ich glaube, das haben sie extra verboten. Naja, dann wohl nicht. Es ist aber so dunkel. Dann reite ich mal hier wieder weg. Wir könnten mal nach Rovna. Und dort schlafe ich dann. Da ist ein Bett, das weiß ich. Pilger. Okay.
Mitten in der Nacht? Willst du ein paar Münzen verdienen? Da gibt's viel zu holen. Ich brauche viel. Wer ist hier? Was? Wer? Du bleibst hier. Passi, Köter. Das geht ganz schnell. Köter. Komm her, du Weichei. Den lasse ich nicht entkommen. Oh, dich kriege ich. Sei gut gemacht, Köter. Das wird ja eine Freude. Wer bist du? Was ist los? Komm schon. Soll ich? Okay. Okay. Herrgott! Okay, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Den darf ich nicht unterschätzen. Ich wäre wahrscheinlich besser, wenn ich die Fackel nicht da hätte. Sehr gut. Trau dich. Ja, wenn die unfair spielen, spiele ich auch unfair. Ganz einfach. Scheiß Kerl! Ja, der ist echt stabil. Und ich sterbe hier. Bei Fußköter. Au. Wow. Du bist erledigt, Hunsfott. Okay, der ist echt gefährlich. Danke, Köter. Alter, was ist mit dem? Das habe ich nicht mehr gesehen. Was ist denn das für ein Monster gewesen? Mein schönes Geld. Oh, dann holen wir uns noch kurz das Geld der Oscar Alitz und dann halten wir da auch wieder weg. Was war denn das für ein Typ? In der Nacht ist er halt auch blöd, weil die brauchen kein Licht. Ich brauche aber das Licht. Vielleicht kann ich irgendwie die Fackel fallen lassen oder sowas, das wäre nett. Okay, ich halte einfach hin. Schieß die weg. Das wird eine Freude. Au. Au. Komm her, du! Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das kriegst du aber nicht hin. Ich wollte ja nicht wieder ein paar Kombos machen. So, links, rechts und. Ich glaube, da hat er eine gute Kombo gemacht. Und Stich und Au. Hast weiche Knie bekommen.
Was war denn das? Alter, komm! Wow. Ich habe irgendwie das Gefühl, die werden auch stärker. Oder ich werde einfach schlechter. Ich bräuchte mal einen Verband. Danke. Aber keinen besseren Trank mehr. Den haben wir irgendwie K.O. gehauen oder sonst irgendwas. Oh Gott, die stehen jetzt alle auf. Was ist mit denen? Zombies. Ich schlachte dich ab. Ja. Scheiße. Schnapp ihn dir. Fahr zur Hölle. So, weg mit dir. Jetzt bist du. Nein, 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 nein. Was? Bleibst da, deine Rüstung ist viel wert. Okay, ausgezeichnet. So, dein Schwert bitte. Danke. Und die Groschen. Hier steht er, ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Okay, dann wieder zurück. Das hat richtig reingehauen. Ich hoffe, da komme ich wieder auf dasselbe raus. Ich hätte die Waffe nicht mal gezogen. Der hat die Waffe gezogen. Hätte ich den Bogen. 400, 300. Okay. Verband nehme ich noch mit. Ist aber noch irgendwo welche? Ja. Ich sehe deren Schwerter nicht. Aber er kann von den Kommandos jetzt nicht viel wert sein. Die haben selbst nicht so wenig Zeug, dass jetzt viel irgendwie was wert ist. Hier kommen wir zum wertvolleren Zeug. Da, Rabenschnabel, leider nicht. Den kann ich schlecht verkaufen. Weil er nicht im Inventar, glaube ich, aufgeführt wird. Wir können aber gleich mal schauen. Dann einmal das geht. Magdeburger Schwert. So, Bandit. Da, 1000. Silberkelch. Das und das. Hochwertiger Pfeil, dankeschön. Da habe ich zwei Pfeile rein versenkt. So, ist da noch einer? Ja. Sonst nirgendwo. Ne, das ist der letzte. Stachel, sehr gut. Der ist viel wert. Schwerer Schild, nicht unbedingt. Ah, okay. Dann haben wir wieder das Geld drin. Ich schaue nur, ob ich die Sachen reparieren kann. Zumindest meine Sachen mal. Mehr haben wir nicht. Okay. Dann alles in die Satteltasche. So, Waffen bitte auch. Zeichen.
gerechnet. Dann würde ich noch einmal speichern. So, dann reite ich hier wieder weg. Diesmal zum Schlafen. Ja, okay, jetzt schauen wir mal. Was glotzt du so, du Stück Scheiße? Willst du eine in die Fresse oder was? Na komm schon! Also bitte. Was? Hast Schiss, oder? Ja, ja, so sehe ich auch aus. Au. Au. Hau dich doch! Hau ich mich doch immer wieder. So, war's das? Hier bestimmt nichts Wertvolles dabei, aber die Schwerter kann ich trotzdem verkaufen. Die mit Bier mitgenommen, die waren bestimmt betrunken. Trank des Barden, das kann dem Konservierungsmittel ist gut. Katerbier ist auch nicht schlecht. Groschen sind nicht schlecht. Bier nehme ich jetzt auch mal mit. Oder edle Weine. Hätte ich auch gerne. Der Rest ist Müll. So, die Bartaxt. Nochmal ein paar Groschen. Die Grieben sind für Köter später. Jagdhandschuhe. Ja, die haben halt nichts. Gut, dann reiten wir halt so weiter. Wir sind ja gleich da. Einfach geradeaus. Ja. So, hier könnten wir doch schlafen. Da drin. Ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr hier vorgestellt. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Vielleicht auf der anderen Seite. Da drin. Ah, endlich. Gut. Dann können wir am nächsten Morgen nochmal ins Guardians reinschauen. Also schlafe ich erstmal bis 6 Uhr oder so.